Ich hatte übrigens ein bisschen Befürchtungen, dass mich das Sattheitssystem hier im Spiel nerven könnte. Dass man das also alle naselang machen muss, aber das finde ich so in der Häufigkeit, in der man essen muss, finde ich es nicht nervig. Ich finde es richtig gut. Kennt man vielleicht von anderen Spielen, wo man wirklich also irgendwie ständig drauf schauen muss und dann so einen Druck hat. Ich finde es nett als kleines Beiwerk, dass man das machen muss und dass man auch hungrig ist, aber es ist nicht irgendwie nervig und es ist vor allem auch nicht so, so ständig präsent. Ja, aber ständig präsent vielleicht nicht, aber Hunger habe ich trotzdem. Moment, hier ist das Essen. Aus dem Topf essen. Ich muss mal merken, also aus dem Topf essen. Wir waren vorhin auf 80% Hunger, glaube ich. Wo stehen wir jetzt? Sattheit 104. Ich bin ein bisschen überfuttert. Okay, also ein bisschen 24, 25 kommt also rein. Ist er nicht schön? Was für eine schöne Schabracke auf einem schönen Pferd. Richtig, richtig ritterlich sieht es aus. Ah, schauen wir uns mal die Karte an. Wir hätten zwar auch Questgeber, aber wir haben hier unten... Was wir vielleicht machen könnten, wir könnten mal den Umweg über Tallenberg nehmen und vielleicht die 50 Silbergroschen zurückzahlen, die wir von der Burgherrin, wie hieß sie, Stephanie, erhalten haben. Wäre vielleicht nicht schlecht über Tallenberg. Ja, auf der anderen Seite... Tallenberg, Partei. Ich glaube, es hat noch Zeit. Ich glaube, wir reiten jetzt einfach erst... Ah, nee, wisst ihr was? Wir gehen über Tallenberg. Wir gehen über Tallenberg und machen das mal. Dann haben wir das auch erledigt. So. Also aus der Ortschaft aus Uschice raus. Einfach Richtung Westen. Wer traut sich den schärfsten Meerrettich im Lande zu probieren? Na los! Wo ist denn da? Wo geht's denn da raus aus dem Dorf? Da oben, gell? Ja, da drüben ist der Schießplatz. Naja, vielleicht sollten wir noch ganz kurz unsere Rüstung wieder anlegen. Ist auf alle Fälle keine schlechte Idee. Rüstung. Die gewöhnliche Beckenhaube ausrüsten und die schweren Handschuhe. Weil wer weiß, was uns unterwegs jetzt passiert. Wildstock. Und jetzt geht's in die Wälder. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich jetzt, wo ich mir vorgenommen habe, gegen Banditen zu kämpfen, wird keiner der Pribislavitzer Wald. Was ist das? Sieht irgendwie künstlich aus, oder? Schauen wir mal. Ist ja richtig verschlungene Pfade hier. Steine. X. Stormandale. Was hat das zu bedeuten? Wahrscheinlich liegt hier irgendwo ein Schatz oder sowas, aber das bringt mir natürlich nichts ohne Schatzkarte, wenn ich dann nicht weiß, wo das endgültig vergraben ist. Ich glaube, wir werden hier doch mit dem Pferd weiterreiten. Wo ist er denn? Schon habe ich mich wieder ablenken lassen, aber das war jetzt irgendwie. Jetzt mal schauen, was sich hier tut. Also das ist auf alle Fälle auffällig mit den Steinen. Aha.
sind das hier? Sind das Fallen oder was sind das hier? Jemanden gehört? Da liegt was. Ja, super. Baldrian, Dolch, Mohnblume, Rehnieren, Wermut. Also auf alles, wenn wir Sachen, alles Sachen, die man wahrscheinlich für irgendwelche Gebräue nehmen muss oder nutzen kann. Ich habe doch hier auch eine Stimme gehört, oder? Hm. Ich würde mich jetzt wundern, wenn jetzt mehr als eine Sache rumstehen würde. Dann schauen wir den anderen Weg auch nochmal mit dem X. Aber schön, dass jetzt quasi dieser Hinweis mit diesem, an dem Baum vorne, an dem großen Weg, dass er dich jetzt irgendwo hingeführt hat. Ja! Was ist mit dir? Ah, falsche Taste. Ein Kumane. So leid es mir tut mit dem Hund. Komm, auf jetzt! Wo ist der Kumane hin? Mi bújt itt elő? Igen! Na komm schon, Alex. So. Es wird besser im Kämpfen, auch wenn ich jetzt für meinen Geschmack zu viele Treffer eingesteckt habe. Lebt er noch? Nahenstoß. Die Kumanen kenne ich nichts. Die haben meine Eltern auf dem Gewissen. Meine ganze Ortschaft. Da ist noch irgendjemand da. Wo ist er? Komm her, du Schwein. Ja. Jetzt. War schon. Heinrich verroht so langsam. Eines kumanischen Begekumanische tun. Wir nehmen jetzt alles mit und ab sofort werde ich das meiste Zeug, was ich einfach, ich sag mal, im Stoßweise verkaufe, wenn wir beim Müller loswerden. Kumanisches Kurzzeug. Alter, meine Lederhandschuhe. War noch irgendwas? Gab es gar kein Geld dabei? Nee, wir nehmen alles mit. So. Aus welche Richtung bin ich denn jetzt gekommen? Moment, da ist noch jemand.
Muss mal schnell. Achso, das muss ich gar nicht machen. Wir packen jetzt mal ein paar Sachen. Wir packen jetzt mal ein paar Sachen hier in zum Pferd rüber. Sonstiges. Das Buch ist auch schwer. Baldrian, Satteltasche. Nehmen das Buch ebenfalls. Können wir nachher wieder rausnehmen. Glückstrehenwürfel. Wir tun jetzt alles zum Pferd rüber, was wir nicht brauchen. Satteltasche, Goldkelch. Schneiderset, auch das. Pferd ist ja immer da. Die Bücher tun wir auch rüber. Kann man anders lesen. Alles weg hier, was man nicht brauchen. Die Schaufel wieder rüber. Silberkelch, Spinnennetz. Die Truhenschlüssel, Türschlüssel. Die kann ich nicht wegmachen. Fällt mir gerade ein. Das war eigentlich ein komischer Zeitpunkt. Aber diese Karte hier, die haben wir schon gemacht, ja. Dann packe ich die mal weg und dann später auch in eine Kiste, dass ich nicht wieder drüber laufe. Wermut und wie man ein gutes Mett braut. Gut, dann. Der Ulmenbogen. Ist der besser als der andere? Kraft 44. Nee. Den können wir wegmachen. Satteltasche. Zimmermanns Axt. Ja, die Kettenarbe ist schlecht benannt. Romanisches Kurzzeug. Ist das besser als meins? Das müssen wir mal vergleichen später, wenn wir Ruhe haben. Das müsste gewesen sein, aber hier ist noch irgendwo jemand. Okay, aus welcher Richtung bin ich gekommen? Auf die Karte schauen. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich habe den gestellt. Bin ich von hier gekommen? Oder bin ich von da? Ich glaube, ich bin von aus der Richtung gekommen. Denn. Ah, Leichenpflaster nimmt nämlich seinen Weg. Bin ich daran vorbeigelaufen? Da hinten höre ich noch einen. Sagen wir es mal so, die anderen werde ich nie wieder finden. Das ist der Weg. Tja, wo ging das Ganze los? Die finde ich nie wieder. So ein Mist. Schade, schade. Ich könnte natürlich das ganze Gebiet jetzt hier absuchen, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen zu mühselig. Jetzt gehen wir mal da runter zu diesem Kumanenlager. Sehr gut. Bei dem Infanteriewetter hier mit Regen hört man es nicht so. Warte hier auf mich. Bleib. Ja. Keiner mehr, oder? Schöner Papier. Keiner drin. Oh, Schloss knacken, sehr schwer. Das werde ich noch nicht schaffen, dafür bin ich nicht ausgerüstet. Muss ich mir mal merken, dass es hier ein Schloss gibt. Ich habe auch derzeit nur einen Dietrich, auch da muss ich mal ein bisschen nachbessern. Nein, vergiften. Könnte ich den jetzt mit irgendwas vergiften? Aber ich könnte, wenn ich was hätte. Ja, okay, also... Vielleicht findet man noch den einen oder anderen Kumanen irgendwo. Schauen wir mal, ob ich diesen Weg wieder finde. So, da war der Weg.
Aber aus welcher Richtung bin ich ursprünglich gekommen? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Fuß. So, komm mal daher, Pebbles. Mal wegstecken. Das hier war die Kreuzung. Ja. Dann reite ich jetzt nochmal zurück. Ich habe doch hier, vielleicht finde ich nochmal ein oder zwei. Wo fing denn das Ganze an? Ich war auf dem Rückweg auf diesem Weg. Dann ging es ja los. Die sind weg. Und tatsächlich ist mir das jetzt die Zeit auch nicht wert, dass ich jetzt hier die überall suche. Vielleicht sehe ich von hoch zu Pferd noch irgendwas. Einen kleinen Versuch mache ich noch. Jetzt komm. Müsste noch irgendwo rumliegen hier. Ich sollte mir merken, dass wenn ich in Verfolgungsjagden gehe, dass ich mir auch versuche, zumindest ansatzweise den Weg zu merken. Nee. Ach, und da ging dieser Weg mit dem X, ging wahrscheinlich dann rüber zu dem Lager. Schauen wir nochmal. Mal überprüfen. Ja. Ah. Da lebt noch einer. Dann nehmen wir wieder alles mit. Jetzt packt man dann immer die falsche Taste. Packt man dann am besten alles gleich wieder rüber. Und da ist gar nichts mehr drin. Hab ich jetzt alles genommen? Schon, ja. Waffen. Ist was, den minderwertigen Pfeil tun wir da auch mal rüber. Scheibenbogen rüber. Das war's schon. Bundhaube. Armschienen, Reiterbeinlinge. Ja, sollen wir alles verkaufen? Ja, das war quasi der Wegweiser für die Kumanen hier. Aber das lief doch jetzt schon mal einigermaßen souverän. Sehr schön. Das ist also quasi ein Kumanenwegweiser hier. Nochmal zurück. Das war hier. Okay, müssen wir mal die Augen offen halten nach solchen Hinweisen. Interessant, dass ich aber auf alle Fälle eine Art Schatz gefunden habe. Ein richtiger Schatz wird es nicht gewesen sein. Den haben wir da vorne. Guten Tag. Aussehen. Den wir nicht. Ein Priester. Ja, nach wie vor ein bisschen schade, dass man nicht mit den Leuten vom Pferd herab sprechen kann. Wanderer. Ja. Da hinten. Die Tiere. Jetzt Zeit, dass der Kowalski was lernt. Ja, ich bin jetzt echt heiß drauf, nach Artei zurückzukehren. Schauen wir aber erstmal, wir wollen auf dem Weg von nach Tannenberg ja noch bei der Burgherrin vorbei. So. Sind wir auf dem richtigen Weg. Auf alle Fälle meine Augen offen halten nach diesen Baummerkmalen, sage ich jetzt mal. So viele Fliegenpilze.
Komm, wir nehmen ein paar mit. Ich kann mit dem bestimmt mal irgendwas anfangen. Neue Stufe Kräuterkunde, okay. Bringt natürlich was jetzt für die Skills. Da ist der Wanderer wieder. Aber reden möchte er nicht mit uns. Noch hier, ich kann den Wald förmlich riechen. So schön ist es hier. Das dann da vorne, ist das schon Tallenberg? Wahrscheinlich, ja. So, dann schaue ich mal lieber auf die Karte. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, wo es hoch zur Burg geht. Okay, zur Burg ist hier oben. Ist unten auch noch einer. Tja, die Flucht von hier war auch. Es kommt mir vor wie ewig her. Ist es gefühlt auch, aber bin mal gespannt. Wie wir jetzt hier aufgenommen werden in Tallenberg. Oh ja. Ich erinnere mich jetzt gerade an meine ersten Gehversuche hier. Und ich bin ja noch nicht lange über meine ersten Gehversuche hinaus. Ich habe immer das Gefühl, ich bin blutiger Anfänger. So, hier sind wir runtergestürzt in die Freiheit. Und kommen zurück. Neue Stufe. Als, naja, galanter Ritter sind wir noch nicht. Warte mal, du bist doch der Junge aus Scarlet, oder? Ja. Der bin ich. Wohnerin. Warte, ich will mit dir reden. Wer denn? Der Wächter? Du bist der junge Bursche, der hier halbtot aus Scarlets ankam, nicht wahr? Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Mach's gut. Du hast mir nichts hier vorzuschreiben, aber du hast natürlich vollkommen recht. Quest begonnen, zu Diensten, sprich mit Herrin Stephanie. Ja, mach mal das, aber ich hoffe, dass es jetzt keine zeitkritische Quest ist, denn ich möchte nach Rathay, wir müssen uns um uns selber kümmern. Wo war denn das? Ging das oben rein oder unten? Ich hab's vergessen. Da ist die Küche. Oben wahrscheinlich. Okay. Grüß Gott, die Herren und Damen, Damen und Herren. Wir setzen uns erstmal. Geil wäre es, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und erstmal, ich setze mich mal. Oh, komm, wir setzen uns neben Sie. Geil wäre es, wenn ich jetzt erstmal ein Buch auspacken würde. Und Stephanie reden. Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin.
Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Mhm. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratai und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. Ja, aber das Geld dafür? Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Wahrscheinlich Krapfen. Du hingegen, so jung und voller Kraft. Geht der Schüler los mit der Stefanie? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das glaube ich, hier, ja. Hier, bitte. Das sollte ausreichen. 125 Groschen. Und was ist mit dem Diadem? Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Wie stellen die sich das vor? Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hole es ab. Okay. Das aber doch den Wein noch gefragt, oder? Wo genau soll ich den Wein abholen? Bei Konrad Hagen in Ratai. Hä? Er ist der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, okay. Werde alles erledigen? Wein, ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Eigentlich wollte ich ja die 50 Groschen zurückzahlen. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Okay. Mach's gut, Herrin Stefanie. Herr Robert? Glück und Gesundheit. Ach, ich habe ja noch die Kumanenohren. Was kriegen wir denn dafür? Ich habe Trophäen. Zeig her. Gute Arbeit. So verfährt man mit Schurken. 105 Groschen. Okay. Mach's gut. Herr Diewisch. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wenn ich jetzt frage, ob was alles in Ordnung ist, wird er sagen, es ist nicht alles in Ordnung. Mach's gut. Ich gehe jetzt erstmal in Ratai. Genau. Das Gute ist, wir müssen eh den Wein da abholen. Das passt perfekt. Und ich muss mir auch mal für solche Begebenheiten hier mal andere Sachen zum Anziehen holen. Das ist mir jetzt, wie gesagt, bei dem Saufgelage schon aufgefallen. Mal irgendwas Repräsentatives und irgendwas abends Legeres zum Saufen im Wirtshaus. Das wäre doch angenehm. Wir sprechen jetzt hier erstmal keinen mehr an. So. Schiebers, auf Wiedersehen. Schauen wir mal auf die Karte. So, Berg runter. Und dann reiten wir mal. Ist die Frage, ja, dann deckt man das Gebiet hier mal auf. Nach Ratai. Ich glaube, wir werden am Fluss entlang reiten. Und dann von Süden nach. Ja, das machen wir. Das heißt, ich setze mal hier den Marker hin. Also, aus der Ortschaft raus, über den Fluss drüber, aus der Ortschaft raus und die zweite Gabelung nach links. Schauen wir, ob wir das finden. Jetzt setze ich mich selber unter Druck, wenn da irgendwas kommt. Ich würde mal sagen, die Hochzeitsgeschenke besorgen, das kann ich auch wirklich mal so nebenbei machen. Da habe ich jetzt keinen Zwang dazu, aber habt ihr es vielleicht auch schon kennengelernt. Ich
hänge dann doch immer so ein bisschen dran, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe Zwang. Und ich weiß, das Spiel würde mir diesen Zwang nicht auferlegen. Ich hätte dafür Zeit, aber es fühlt sich einfach dann nicht gut an. Und dementsprechend bin ich jetzt aber ganz zufrieden. So. Palmberg können wir dann irgendwann anders nochmal erforschen. Aber definitiv ist Rattay wesentlich schöner. Das ist eher hier so ein Dorf. Wo ist eigentlich der Kowalski? Da. Ja, da werden wir hier beim Reiten wieder ein bisschen die Augen offen halten. Die Trauerweiden sind auch so schön. Erste Gabel. Also erste Gabelung. Halt, da wollen wir rüber. Dann halten wir mal wieder die Augen offen, ob wir wieder so ein Kommandolager entdecken. Denn ich fühle mich jetzt schon etwas ritterlicher. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich gehe davon aus. Komm, ich schau mal lieber nach. Ja. Hier sind auch Aktivitätengeber. Jetzt haben wir unseren... Ja, noch fühle ich mich auch gar nicht genötigt, die Schnellreise einzusetzen. Jetzt erst recht nicht nach dem letzten Erlebnis. Mit den Kumanen. Boah. Das war ein fieser Unfall hier. Gegen den Baum gekracht. Jetzt irgendwas zu holen. Unfallort. Da ist was. Öffnen. Bier. Billiger Wein. Edler Wein. Das wäre was für die Burgherrin Stephanie. Und Grieben. Das ist Griebenschmalz. Was gibt es besser als frisch gebratene Schweinegrieben? Grieben sind schon lecker, ja. Vielleicht ein Croupier dazu. Ja, sehr lecker. Wir nehmen alles mit. Du Kowalski, komm mal daher. Hey, komm her. Ja, so ist brav. Komm. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Bin ich gespannt, ob ich ihm auch was von den Grieben geben kann. Tatsächlich. die sind teuer. Na komm. Wären die schlecht? Na, die müssten eigentlich recht haltbar sein. Wir geben jetzt mal ein bisschen Dörrfleisch. Und die Grieben, wenn er was außergewöhnlich Gutes mal gemacht hat, noch kann er ja nichts. Und ich finde... Ich muss immer noch zusagen, ich finde den Namen saublöd. Pebbles. Aber gut. Pebbles. Man kann sich ja den Namen nicht aussuchen, ja? Auf geht's. So, alles in allem, ja, kommt man in dieser Welt überhaupt vorwärts, ohne irgendwas Interessantes zu entdecken? Das gibt's ja nicht. Interessanter Ort. Ist irgendwo was? Nee, oder? Das war's hier. Jetzt ist es schon wieder im Regnen. Ja. Die automatische Reitfunktion ist ganz angenehm. Sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen,
zack, zack, ein bisschen zackig. Nicht so sanft, aber natürlich dann die Möglichkeit, sich auch mal schnell umzuschauen. Was ist denn das hier? Da schaue ich jetzt nochmal vorbei. Ist wahrscheinlich nur ein Stein. Also ist nur ein Stein, ist gut. Das ist ein sehr interessanter Stein hier. Interessant. Dass es diesen Stein in echt dort wohl auch gibt. Ah. Sieht mir gefährlich aus, um da runter zu gehen. Zu steil. Das ist ein Kumar, ne? Ja, das ist ein Kumar, ne? Haben wir es gesehen? Látom őt ott mi? A picsába, hova tűnhetett a gyilkos? Na komm. Kibaszok veled!